So. Ja, ja. Okay, wir können nicht durch. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Und wir haben bald die Wahlgames zum Aktivieren. So. Und Q. Ja, was ist denn da? Diese Cold Snap tut nur eine ganz kleine Ding AOE Teil hin tun und der macht brrr. Also das ist ja mal fair. Ich bin fast erschrocken. Das ist ja mal richtig cool. Die sind ja mal mega OP. Ihr könnt schon denken, dieses Power-Sinften, vor allem Power-Sinften, kann ich jede dritte Gegner eigentlich einsetzen. Der greift dann alle Gegner in der ganzen Ding automatisch an. Im ganzen Bildschirm. Wenn das nicht OP ist, weiß ich auch nicht. Ich will aber euch jetzt nicht allzu viel spoilern. Aber es wird einfach nur ein extrem geil. Spiel wurde mit den Wahlgames fast schon zu leicht. Mal schauen, wie oft ich das einsetze. Ich will es euch ja auch ein bisschen spannend machen. 1 bis 4 Damage. So, nein, nicht das. Da müssen wir jetzt hier rüber zum Mint-Drinker. Wir brauchen dieses Mana Leech und hier kurz runter zum Arctic Blows. Wir brauchen den Lightning Damage. Das ist 30% mehr Lightning Damage. Das ist Wahnsinn. Also nur von dem psychischen Schaden, glaube ich. Wollen wir gleich mal schauen. Nein, es ist von allen, also von allem von allem Blitzschaden 30% mehr, cool. Also nicht so viel, aber trotzdem. Naja, eigentlich ist es sogar noch mehr. Weil Blitzschaden haben wir dann später viel mehr als physischen Damage. Weil dann auch noch konvertiert wird und solche Sachen. Also das werdet ihr dann sehen, das wird richtig cool. Okay, der ist jetzt nicht so gut. Bringt uns nicht so viel. Das sind nämlich nur 33%. Wo ist der? Da. Den lasse ich für einen anderen Charakter da. Weil der auch viel mehr Probleme macht. Weil man ihn nicht immer einsetzen kann. Man braucht zuerst eine Leiche und dann muss man noch gut zielen. Ist nicht so gut. Für einen Tanky-Charakter ist er besser. Aber wir sind nun mal nicht tanky. Dann können wir auch nicht so gut mit dem handeln. Ich hoffe, wir finden bald einen neuen. So ein Dämonentor müsste hier irgendwo wieder sein. Der macht Damage. Wieso heilt ihr nicht? Das ist so ein extremer Brandschaden. Die Heiltränke sind schwächer als der Feuer Damage macht. Boah, das ist fett. Jetzt schon wieder. Schaut, wie viel Damage das macht, nur das Feuer. Ja, da sterben wir wahrscheinlich bald. Wir haben nämlich keine Heiltränke mehr. Hau ab! Du bist nicht schneller! Hau ab! Ja, keine Chance. Ja, das ist der stärkste Gegner im ersten Akt. Wenn man noch nicht so gut, also vor allem nicht so stark ist, dann haut er uns um.
Weil der Brandschaden ist einfach schrecklich. Wir können leider sonst nichts einsetzen. Wir könnten schauen. Nein, haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht bessere Sachen. 5 bis 10, 4 bis 7. 138, 130. Schauen wir mal. Ja, bringt uns nicht so viel. Ah, Mist. Haben wir was Besseres? Ja, 6 bis 13. Ach komm, ein bisschen Attack Speed rausnehmen. So. Nein, nicht das. Hier, so. Wenigstens haben wir jetzt wieder einen Splitter von den Alchemie-Shards. Damit wir dann rare Items herstellen können, das ist sehr wichtig bei den Stäben. Weil so einfach werden wir kein Unique finden und auch kein gutes Rare. Dann müssen wir die selber herstellen und hoffen, dass es ein guter Roll wird. So. Ah, nee, komm schon. Nicht weit springen. Weitsprung machen. Aber jetzt können wir ihn ganz easy umhauen, weil er hat ja noch die wenigen Leben. Wenn er es nicht schon regeneriert hat, aber ich glaube, der kann es gar nicht regenerieren. Also, komm. Komm, du Hulknudel. Da ist er. So. Machen, haben wir ein bisschen stärkere Fire Trap. Einen Topazring, der hat, glaube ich, Blitzresistenz. Sonst leider nichts Gutes. Ja, Blitzresistenz. 1 bis 5 Lightning Damage. So. Jetzt könnten wir hier Teleport einsetzen, aber wir haben es noch nicht. Lightning Warp heißt der Teleport. Schade. Wäre eine gute Abkürzung. So, jetzt machen wir Blitzschaden noch ein bisschen. Der Blitzschaden ist das Element, das wir am meisten pushen, weil, wenn ihr wie gesehen habt, die Gegner so voll elektrisch sind, dann leiten sie um einiges mehr Schaden. Das ist gut, ich weiß jetzt nicht wie viel. Ich glaube 50% oder so. Oder 33%, keine Ahnung. So, jetzt haben wir wieder Cold Snap. Oh, das ist geil. Das ist sowas von geil. Oh, sind die schnell. Accurate. Ey, wie viel kommen noch von denen? Heftig. So. Okay, Level up für den Fall Game. Und Bear Trap haben wir auch ein Level Up. Gut. Ach, kommt schon. Ja, gut, super. Das ist hier unten.
und ein Mana Flask. Ja, toll, wie viel Bonis hast du drauf? Bis wir den haben. So. Okay, ab die Game gute Fahrung. Ach, kommt schon. Weg da. Wir brauchen mal einen besseren Game. Fire Trap macht ja Fire Damage, Spell Damage und das bringt uns nicht so viel. Ach, komm schon. Nicht haken. Also Path of Exile wird noch sehr viel Action geladener später. Und ja, auch motivierender. Momentan sind wir ein bisschen langsam, um genügend Motivation zu haben. Aber das kommt schon, also ich bin halt einfach ein bisschen zu sehr schon mit Path of Exile vertraut, dann habe ich ein bisschen wenig Motivation, aber es ist gut, dass ich so schnell vorwärts komme. Weil am Anfang ist dieser Gegner nicht leicht, weil sehr viel Elementar-Damage und vor allem physischen Damage von diesen Sprüngen überall auf dich einpreschen. Und dadurch, ja, wenn wir wieder einen Heiltrank getrunken werden müssen. Ja, also gehen wir weiter. Ich suche immer noch das Portal, aber wahrscheinlich gibt es hier gar kein Portal. Und in die Luft geflogen. So, was haben wir hier? Okay, nochmals Gegnermassen. Kommt jetzt alle mit? Kommt? Kommt ihr nicht? Okay, dann macht ihr mich hier. So. Ist eine Sackgasse. Okay, hier ist der Eingang. Aber zuerst braten wir mal ein paar Hunde. Und Level up, super. Jetzt müssen wir hier hin. So.